Ja, wir haben einen Boss gefunden. Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Sword and Sanctuary. Ein Boss, der kräkelnden Drache, steht auf dem Programm. Ich habe jetzt mal auch Blitz und Fire Weezy umgespeckt. Eine Sache, die mir noch einfällt, ist, wir bräuchten hier, glaube ich, die Anis-Kraft haben wir hier drinne. Wenn wir die Ausrüstung anschauen, ob die gut mit Blitz und... Oh, nee, überhaupt nicht. Haben wir denn da was Besseres? Stahlhelm. Blitz und Gift. Ich müsste den Kürbishelm halt wieder einsetzen. Eigentlich ganz, ganz wenig gegen Schlag. Bin nicht sicher, ob die 31, 32 da tatsächlich mir sonderlich weiterhelfen. Das ist eher Schlagverteidigung, alles, was ich habe. Viele feuerresistent, aber ich werde erst mal damit weiterspielen. Ja, ich habe einen Weg zu einem Boss gefunden, den werden wir jetzt. Ich habe, glaube ich, bin ich jetzt falsch abgekommen? Ich bin, glaube ich, richtig abgebogen. Oder ist das unten sogar? Nee, das kann ja nicht sein, weil da sind die komischen Viecher, mit denen ich mich nicht anlegen will. Genau, ich glaube, es geht hier weiter. Ich meine mich zu erinnern, und zwar in diese Richtung bin ich gegangen. Kann natürlich auch sein, dass da ein schnellerer Weg hinführt. Das würde mich ehrlich gesagt nicht wundern. Bin ich da oben reingegangen? Ich glaube ja. Nee, ich bin da nicht reingegangen, weil da einer von den Typen. Ich glaube, ich war da schon mal. Hier weiter. Bin dann gestorben. Ich glaube, ich muss hier hin. Aber ich bin hier hoch. Und dann war da auf jeden Fall noch einer von diesen Riesen. Kryptawächter. Wenn ich liebend gerne aussaße, und dann ist hier, glaube ich, hinten der Boss gewesen. Ja. Krakendrake, Dragonsgors. Ob das jetzt besser geht. Autsch. Oh mein Gott. Alter. Holy fucking shit, Mann. Alter, der macht richtig viel Schaden. Okay. Der macht relativ viel, der macht schon extrem viel... Ja, es ist extrem viel Blitzschaden, den er macht. Das ist schon, Blitzschaden. Das war auch eine Ausrüstung, die beides sehr gut macht. Die gut gegen, Blitzschaden, aber der macht auch Schlagschaden, den ich halt nicht blocken kann. Das heißt, ich muss er rollen.
was 4 Blitz- und Feuerresi hat, muss ich anzählen. Jetzt hier mal drüben gucken, wie viel ich da habe. 161 und 60. Was besser in Feuer und Blitzresi? Ich glaube, da wird nichts. Doch hier Feuer. Hier ist auch immer Feuer. Titanenschienen würde die Feuerresistenz auf jeden Fall erhöhen. Aber schwache Blitzresi. Resistenz würde aber trotzdem hochgehen aus irgendeinem Grund. Aber es ist halt extrem schwer. Das habe ich an. Das ist die einzige Ausrüstung, die besser wäre, die Titanenschienen. Okay, gucken wir erstmal die anderen Sachen an. Ja, von hohe durchdringende Stahlhandschuhe haben hohe Blitzverteidigung, aber wenig Feuerrisi. Dann auch wieder die Tarnschurken, die halt eher besser wären. Schmiedehandschuhe haben extrem hohe Feuerrisi, aber extrem schwache Blitzverteidigung. Ich brauche halt Blitz vorrangig, weil ich habe nicht das Gefühl, dass Feuer mein Problem ist. Sind durchtränkte Stahldinger vielleicht mitzunehmen. Dann habe ich weniger Feuerrisi insgesamt. 176 wird auf 174 gehen, dafür mehr Blitzverteidigung. Ich habe das Blitzverteidigung ist ein Hauptangriff. Ich darf wieder die durchtränkten Stahldinger mitnehmen. Und hier können wir vielleicht mal gucken. Schmiedestiefel erhöhen die Feuerrisi, aber die Blitzresistenz extrem. Geht es dann nach unten? Die durchtränkten Einschienen sind genauso gut. Und die habe ich ja sogar noch an. Mal hier gucken. So, wir sind jetzt gerade bei 274 wäre ich da. 232. Wieder was verlieren, hätte aber deutlich mehr Blitzverteidigung. 232. Probier das mal, dass die Ausrüstung vielleicht doch besser ist insgesamt gesehen. Ich würde also nicht viel bringen. Das würde auch nicht viel bringen. Das ist immer ein bisschen mehr Blitzverteidigung. Oh, der Kürbiskopf ist echt gut. 181 Feuerrisi. Okay, dann werden wir das machen. Gut, dann wieder hinter. Soweit war es ja dann doch nicht. Das wird, glaube ich, ein harter Hund. Ich habe ihn noch nicht mal bis auf die Hälfte. Ich habe das Gefühl, dass ich ein bisschen wenig Schaden mache. Aber wir brauchen definitiv beide Ringe. So viel steht fest.
Weg ist echt nicht weit. Und das sind mir jetzt mal noch gefehlt. Holy fuck. Ich probiere es jetzt erstmal ohne Verzauberung. Ich habe relativ viel Gold. Also ich könnte mich da... Okay, wir haben ja hier noch ein bisschen was. Er macht halt vier Blitzangriffe und er macht halt auch Schlagangriffe. Also ich muss ihn dodgen. Alter Schwede. Okay, das hat aber nicht so viel Schaden gemacht. Oh, das hat weh getan. Halt hier. Genau diesen Schlag muss ich halt einmal eigentlich nur... Auweia. Hier. Yes! Puh. Nice! Scores Horn! Scores Horn! Horn des kräkenden Drachen Scores tritt eine schreckliche Katastrophe auf See auf. Es ist meist immer die Schuld des großen Krakenen. Und ein Krakener ist größer als Scores, Herr der Sturm und der See. Okay. Puh. Geht's jetzt hier weiter? Oh. Es ist an der Zeit, dass du meinen Namen erfährst. Es gab eine Zeit, zu der ich viele Titel hatte. Menschen kannten mich auch unter anderen Namen. Aber Titel, Ruhm, Schande, alle diese Dinge sind hier wertlos. Auf dieser Insel ist mein Name Jared. Neid ist so eine Sache. Ein Mann beneidet seinen Nachbarn, dessen Frau sehr schön ist. Ein Lord beneidet einen König, der den Adligen Befehle erteilt.
Ein König beneidet einen Gott, vor dem sich alle verneigen müssen. Und ein Gott beneidet, was ein Gott nicht haben kann. Ich wollte so viel vom Leben, doch Zufriedenheit wich mir aus. Und die Dinge, für die ich betete, nun, würdest du glauben, dass ein Gott tatsächlich meine Gebete erhört hat? Diese Dinge, dieses Leben, diese Insel, sie sind meine Belohnung. Fantastische Kräfte, eine Lebzeit der Knechtschaft und eine Existenz dem Fegefeuer gleich, alles an diesem stillen Ort. Der Gott dieser Insel ist der Gott, der mein Gebet erhört hat. Seine Existenz ist eine der unersättlichen Gier für etwas, das ein Gott nie haben kann, im Licht geboren zu werden. Er machte Jagd auf die Gierigen, sammelte in den Tiefen der Königreiche und Länder, in der von Wahn geleiteten Hoffnung etwas zu erhalten, das er nie haben kann. Leider, wir sind dem Salz entsprungen, gebunden von den Heiligtümern. Wir sind die ewigen Toten. Dieser Gott, dieser Dämon, ich möchte, dass er namenlos bleibt. Seine Gier nach Macht wird getrieben von Schrecken und Schande. Männer auf hoher See können die Krakenen fürchten, aber gibt diesen abscheulichen Gott keinen Namen. Fahr fort. Aha, also er hat irgendwie einen Dämon heraufbeschworen. Der stille Palast. Sollte ich nochmal zurückgehen? Ich habe irgendwie den Eindruck, dass ich vielleicht nochmal zurückgehen würde. Ich cache mal unser Zeug an, was wir haben. Schwarze Perle. Ist ja nicht nur so einen großen Riesen besiegen, dann habe ich ja wieder ein Level up. Eine habe ich. Das macht ja, glaube ich, keinen großen Unterschied jetzt. Na gut, ich wollte beide Sachen hier mitnehmen, ne? Da weitermachen, die 5 werden wir wahrscheinlich nicht mehr bekommen. Aber wir können es versuchen. Gut, dann gehen wir da jetzt mal hin. Ich muss mich noch mal umziehen. Bringe Babuta. Ich glaube, jetzt ist man dabei, weil das halt. Können wir auch wieder was ändern? Was nehmen wir denn da mit? Angriffskraft nehmen wir mit. Mit Verteidigung gegenüber Hieben, das ist eigentlich auch ganz gut. Reduziert Ausdauer und Mühe mit Kampf drastisch. Heiligschaden mit Regenerationsrate von Ausdauer, das ist auch awesome. Der regeneriert HP. Stärke. Betreugeschwindigkeit ist eigentlich auch schlecht. Gut. Ich würde sagen, ich höre mal hier auf an dieser Stelle. Und dann geht es beim nächsten Mal weiter. Wir müssen das Schild noch ändern. Das Schild können wir noch ändern. Das ist zweimal beim Silberschild. Blitzverteidigung. Eieieiei.
Viel nicht so geil Schlag, aber es geht eigentlich, wenn wir das bleiben, dann Silberschild. Gut, beim nächsten Mal geht's weiter. Danke fürs Einschalten, liebe Leute. Dann werden wir mal schauen, ob wir beim Stillen Palast eventuell schon in Richtung Finale kommen. Es sieht ganz danach aus. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.